Das war ja superst. Gut, okay, laufen wir einfach. Ach, dürfen wir als Generäle uns nicht in der Stadt sehen lassen? Ah, wir sind gesucht in Jerusalem. Oh Gott, das wird ja noch ein richtiger Spaß, wenn wir wieder hier hin müssen. Geil. Naja, aber wird schon irgendwie, ne? So, wir müssen jetzt, glaube ich, hier hoch. Ach, da. Gut, dann werden wir kurz um uns als um dich sorgen. So. So schnell geht das, ne? Dann geht's hier rein. Und tschüss. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, das Ziel wurde eliminiert. Al-Mualim ist tot. Oh, wo geht's jetzt denn hin? Ah, ins Labor zurück. Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Mister. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Ruhen sich aus. Okay, dann tun wir das, was uns gesagt wird. Ich würde aber sagen, wir nehmen erstmal eine schöne Dusche. Was zum... Jemand war hier drin. Aha. Okay, da gucken wir dann mal. Gehen das mal hier rein. Kamera. Danke. Ich hoffe, die Toiletten werden ja auch reg. Also eigentlich muss ja jemand drin sein. Irgendwie. Geh jetzt einfach raus. Danke. Muss ja drin gewesen sein, um es auch mal sauber zu machen. Das mache ja wohl nicht ich, ne? Sieht aus wie ein Zugangscode. Zu was? Kann man vielleicht noch rausfinden. Naja, dann der gute Desmond schlafen. Raus aus dem Bett. Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drin bleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im Geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen.
Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Nun gut. Ich will auch... dieser blöde Stuhl. Ich bin froh, welchen neuen habe. Dann werden wir jetzt mal weiterschauen. Und uns hier hin begeben. Legen... Okay, geht das nur von der anderen Seite? Da. Tatsächlich nur von der anderen Seite. Na gut. Und dann geht es zurück in die wunderbare Traumwelt. Nun starten Sie schon die Erinnerung. Okay. Nun starten Sie die Erinnerung. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid Adin, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind Ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Belastend. So, was haben wir dazu bekommen? Handschuhe? Greifen, eh, drücken. Sie können im Hof trainieren. Okay, das werden wir dann mal gleich probieren. Was wir da bekommen haben. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Jo. Ah, moin, wer bist du denn? Mich denkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Klar. Okay. Und E. Umsch. Ja. Ah, okay, okay. Nice, wie gut ist das denn endlich? Das Werk eines Meisters. Geil. Okay. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe.
Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Das freut mich. Das ist wirklich was sehr Schönes, muss ich sagen. Ich verstehe. So. Es gibt jetzt Schnellreisen? Warte mal. Wie hab ich denn das? Getriggert? Nein, ich will die Schnellreise benutzen. Warum hab ich abgebrochen? Okay, kann man irgendwie... Okay. Dann laufen wir halt hier runter und müssen wieder alles zu Fuß machen. Ach, schade. Geht mir aus dem Weg. Tup-di-dup-di-du. Lalalala. Warum habe ich nicht einfach schnell die Schnellreise benutzt? Da. Zoom. Kann man hier irgendwie Sitzung fortsetzen? Option erinnern. Okay, schade. Es gibt anscheinend irgendwie eine Möglichkeit, schnell zu reisen. Bloß bin ich einfach nur dumm. Was tut der da? Es ist Massaf, nicht die. Massaf, nicht diese eine Stadt in der Türkei? Wo ja dieser Staudamm gebaut wird, die komplett geflutet wird? Ich glaube, das war die, ne? Kann es sein? Heute nehmen wir dich, du edles Gestüt. Galoppe, 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 Galoppe. Könnte man auch ein Lied draus machen aus dem Galoppe, 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 Galoppe. Bestimmt. So. Vielleicht können wir ja bei dem nächsten irgendwie nochmal schnelle Reise machen. Ach, guck mal hier. Möchten wir nach Damaskus, Akko und Jerusalem. Wir waren allen drei Städten schon. Ich glaube, wir waren nur in Akko und Jerusalem. Damaskus waren wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich würde sagen, da wir Jerusalem kennen, gehen wir jetzt erstmal nach Jerusalem. Zwar ins Büro. Ah, Quatsch, alle umbringen. Irgendwann kommen keine mehr. Habe ich gehört. Guck mal, wir haben auch jetzt mittlerweile noch einen weiteren Energiebalken. Ah, warte mal, ich guck mal kurz, ob der noch irgendwas zu sagen hat. Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute?
Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht er. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Gut, gut. So sei es. Vielleicht ist er doch nicht so ein Arsch. Aber ein bisschen kleiner Arsch ist er schon. Ich würde vorschlagen, wenn wir gen Süden gehen. Ich weiß nicht, ob wir da schon kommen, in das Bürgerviertel. Aber jetzt geht es wahrscheinlich in das Armenviertel südlich. Gehen wir erstmal zu den Aussichtspunkt dort. Und sorgen erstmal dafür, dass alles so auf unserer Seite ist, ne? Wie zum Beispiel dieser Bogenschütze da vorne. Kommt nicht näher. Das war eine Meisterleistung. Also eine richtige spielerische Meisterleistung. Würde ich mal sagen, ne? Reicht es mir? So. Sorry, da musst du halt einfach sterben. Also, das gehört sich doch nicht. Also, gibt's ja mir doch recht, ne? Einfach so mit einem wie mir zu reden. So. Wo ist der Aussichtspunkt? Da. Ach, das Tor ist es also. Okay. Du wirst nie entkommen.